Wenn ihr mich schon etwas länger kennt, dann wisst ihr vermutlich, dass ich Jedi Fallen Order über alles liebe und mehr als tot gespielt habe. Von Grandmaster 100% Playthroughs bis zu Speedruns sowie No-Death-Run-Versuchen. Dabei wundert es euch vermutlich nicht, wenn ich euch sage, dass ich auch mehr als gehypt auf das neue Jedi Survivor bin. Aber nicht nur auf das Gameplay, sondern natürlich auch auf die Story. Ich meine, der Kanal heißt ja schließlich nicht umsonst Star Wars Stories. Dabei hat der gestern erschienene Story-Trailer zu Jedi Survivor weitere Informationen preisgegeben, welche uns vermuten lassen können, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Denn Jedi Survivor wird 5 Jahre nach Jedi Fallen Order spielen, also 9 Jahre vor der Schlacht von Yavin, in etwa zur selben Zeit wie die Kenobi-Serie. Aber eines kann ich euch versichern, dieses Spiel wird sehr anders sein. Denn Obi-Wan war im Exil auf Tatooine, um seine Identität zu verstecken. Cal hingegen kämpft offen gegen das Imperium, was uns auch schon das Buch Jedi Battlescars bestätigt, welches ein wenig die Brücke zwischen den beiden Spielen darstellen soll. Denn darin wird Cal als derjenige beschrieben, der aktiv gegen das Imperium vorgehen möchte, um dieses langsam zu schwächen, während Seer einen völlig anderen Weg geht. Falls euch das noch nicht in ihrem neuen Look aufgefallen ist. Denn Seer legt ihren Fokus viel mehr auf das Erbe der Jedi, weswegen sie vermutlich auch ein kleines Archiv aufbaut. Aber gehen wir mal zurück zu den Basics. Jedi Survivor. Wer ist damit gemeint? Wer ist der Überlebende? Ich glaube, dass es sich dabei um eine Doppeldeutung handelt, so wie wir es vor allem in letzter Zeit in Star Wars Serien öfters gesehen haben. Der Bekehrte in The Mandalorian, der Einzelgänger in The Bad Batch und der Überlebende wird natürlich Cal Kestis sein, aber auch dieser Kollege hier aus dem Bacta-Tank. Der neue Trailer bestätigt nun die Vermutung, dass es sich bei ihm tatsächlich um einen Jedi aus der Hohen Republik handelt, zu erkennen an dem Symbol an seiner Robe und natürlich seinem Lichtschwert. Er muss vor hunderten Jahren irgendwie in Stasis geraten sein, bis er dann von Cal aus dieser befreit wurde und vermutlich den Schock seines Lebens bekam. Denn die Hohe Republik war die Hochzeit der Jedi, ein Zeitalter voller Expansion und Enthusiasmus. Doch nun ist der Jedi-Orden vernichtet und die Republik wurde durch das galaktische Imperium ersetzt. Aus den Trailern geht bis jetzt hervor, dass es sich bei ihm um den vermutlichen Hauptantagonisten des Spiels handeln wird. Aber wie cool ist das bitte? Ein antiker Jedi, der mit dem Versagen der modernen Jedi nicht klarkommt und sich dann einem Verbrechersyndikat anschließt, welches ihm Besseres verspricht. Wobei ich nicht sicher sagen kann, ob dieser Gegner, welcher offensichtlich der Hexian Brood angehört, welche auch schon in Jedi Fallen Order und Jedi Battlescars eine Rolle gespielt hat, und diese hier zusammen oder unterschiedlichen Gruppierungen angehören. Das Besondere hier ist aber auf jeden Fall er hier. Ravis, ein Jedi, eine nahezu untötbare Spezies, welche auch schon der Kopfgeleger Dirge angehörte. Ihr kennt ihn vielleicht aus der alten Clone Wars Serie. Was aber vermutlich die meisten von euch beruhigte, war natürlich das Auftauchen von Marin und Grease im neuen Trailer. Ich glaube, sie haben dabei einfach auf den Release von Jedi Battlescars gewartet, bevor sie uns diese zeigen wollten. Denn das Buch erklärt unter anderem, wieso Grease einen mechanischen Arm hat, denn dieser wurde vom Inquisitor, dem 5. Bruder, abgetrennt. Aber bleiben wir gleich beim Abtrennen von Körperteilen, denn so wie es aussieht, wird Jedi Survivor diese Mechanik vollkommen ohne Mods oder ähnlichem unterstützen, was sich auch anbietet, wenn man sich schon mit einem Lichtschwert durch Horden von Sturmtruppen kämpft. Da bekomme ich wieder richtige The Force Unleashed 2 Vibes, großartig. Aber noch einmal zurück zu Marin, ein Charakter, welcher meiner Meinung nach in Jedi Fallen Order etwas zu kurz gekommen ist, da er sich erst so spät der Crew anschließt, dabei aber doch das meiste Potenzial mit sich bringt. Ich meine, sie ist einfach eine Nachtschwester von Datomir. Vorherige Trailer haben uns bereits gezeigt, dass Jedi Survivor eine Art Tag-Team-Kampfsystem haben wird, hier zum Beispiel mit Bode, einem neuen Charakter. Dies wird scheinbar aber auch mit Marin möglich sein, wobei ich es kaum erwarten kann, einen Jedi und eine Nachtschwester gemeinsam Seite an Seite kämpfen zu sehen, so wie es auch schon in Jedi Battlescars mehrfach beschrieben ist. Aber kommen wir nun zu meinem Highlight des Trailers. Denn es ist nun auch bestätigt, dass sich Teile des Spiels tatsächlich auf Coruscant abspielen werden, zur Hochzeit des Imperiums. Das muss wirklich die Hölle gewesen sein, sich als Jedi über den Planeten zu schmuggeln, wobei wir nicht genau wissen, wie es in den unteren Ebenen aussieht, welche wir sehr wahrscheinlich besuchen werden, was uns in diesem Shot hier angedeutet wird. Wer bekommt hier auch richtige Star Wars 1313 Flashbacks? Aber auch das hier sieht sehr interessant aus. Ruinen, roter Sand, denkt ihr da an denselben Planeten wie ich? Richtig, Korriban.
bzw. Moraband. Im Kanon sind hier beide Bezeichnungen gleichzusetzen. In Jedi Fallen Order spielte die Erkundung von Gräbern der Setho eine große Rolle. Warum jetzt nicht dasselbe auf Korriban in einem antiken Sith-Grab? Sei es das von Ajunta Pall, dem ersten modernen Sith, Mark Aragnos oder einfach das Grab von Darth Bane, dem Begründer der Regel der Zwei, welches wir sogar schon in The Clone Wars gesehen haben. Denn wie ich bereits in meinem Interview beim lieben Star Wars Buddy angemerkt habe, muss Kyle meiner Meinung nach am Ende von Jedi Survivor auf die dunkle Seite fallen oder zumindest vom Weg der Jedi abkommen, um dann in einem weiteren Nachfolgerspiel wieder auf die helle Seite zurückzufinden. Und wo kann man besser auf die dunkle Seite fallen als im Tal der dunklen Lords auf Korriban? Leute, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich möchte einfach nur in dieses Spiel reinstarten, aber bis Ende April müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Hier habe ich euch jetzt noch ein Video über das umfangreiche Kampfsystem in Jedi Survivor, sowie warum das Ende von Jedi Fallen Order so großartig ist, verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.